Ja, welcome back, meine Lieben, zu einem neuen Part, hier, Let's Play The Legend of Zelda The Minish Cap. Jo, im letzten Part haben wir das Sumpfgebiet einigermaßen durchkämmt, sind jetzt hier an dieser Stelle angelangt, machen hier weiter und ich denke, dass der dritte Dungeon dieses Spiels auch nicht mehr weit sein kann. Jetzt muss ich natürlich mir hier den Weg frei machen, damit ich auch als Minish durch kann zu der Statue, um sie zu aktivieren. Damit sie dann auch nach Möglichkeit verschwindet. Ja. So, dann ist der Typ jetzt schon mal an. Dann lasse ich unseren Link mal schnell größer werden. Und dann kann er mal hier schön den Fetten aus dem Weg räumen. Hey, komm. Fetti, ja? Problem. Komm. Wir machen dich fertig. Tschüss, Mann. Oh, die Typen hier auch mal beseitigen, die mich aber hier kollektiv ownen. So, die Abkürzung ist auch geschaffen. Und wir haben ein Glücksfragment erhalten. Tatsache, die verstecken sich natürlich auch im Gras. Ach du Scheiße, wenn ich das alles noch machen muss. Oh mein Gott. Nun gut, ich werde versuchen, so viel es geht einzusammeln. Ich glaube nicht, dass es hier noch etwas gibt. Doch, doch. Mhm, okay. Eine Bombe habe ich da auch mal dezent hingelegt. Ja, man weiß nie. Vielleicht ist da ja noch irgendwas, was man sprengen kann, nicht wahr? So, was hat's denn mit euch Typen auf sich? Was ist das hier? Ich habe einen Verdacht, dass die was damit zu tun haben können. Leute, komm mal mit. Hier, mitkommen. Mitkommen. Da. Kaputt machen. Macht ihr nicht? Wollt ihr nicht? Hm. Ich verkleide mich erstmal. Da können die mir auch nichts anhaben. Und erstmal checke ich das hier. Oder geht das erst weg, wenn ich irgendein Fragment vereinigt habe? Das kann natürlich auch sein. Nur was bringt es jetzt, wenn ich die Typen alle ausmache? Na gut, der eine kann mir da nicht den Weg blockieren. Alles klar, hm. Aber die anderen ist ja eigentlich völlig umsonst, oder? Gut. Auf alle Fälle mache ich die erstmal aus. Lass unseren Linky wieder wachsen. Und dann hier durch diesen Durchgang weitergehen. Ein bisschen checken, was im Gras ist. Und man findet immer wieder ein Glücksfragment. So auch dieses Mal. Ist ja unglaublich, wie viele Fragmente die im Gras versteckt haben. Und schon wieder. Heidewitzka. Und auch in den Steinen. Das ist nicht euer Ernst. Gottes Willen. Wie viel konnte ich da denn schon liegen lassen? Über das ganze Let's Play hinweg. Was willst du denn? Stirb! Ekelhaftes Ding. Ah. Ah, nicht du. Dich habe ich jetzt keinen Bock. Aha. Man kann die Dinge also doch irgendwie aus dem Weg räumen. Wenn es jetzt mit einer einfachen Bombe ist, lache ich. Natürlich nicht. Irgendwas mit den Statuen auf sich. Das hat irgendwas mit euch Homos auf sich. Ich weiß nicht, was. Das heißt, die Dinger müssen dann hier auch irgendwie verschwinden können. Mhm. Hm. Was kann ich mit denen noch anstellen? Die da hinlocken, dass die das kaputt machen? Weiß nicht. Oder kann ich euch ziehen? Ja, aber was bringt mir das? Auch nix. Das Ding kann ich auch nicht. Hm. Gut, Leute, bevor ich euch hier unnötig langweile, würde ich sagen, versuche ich mal mein Glück, hier weiterzukommen. Und wenn ich einen Weg gefunden habe, sehen wir uns wieder. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Und ich glaube, einen Geistesblitz zu haben. Wieso versuchen wir nicht das Klassische, was man bei Zelda eigentlich tun sollte.
Dann sind die wieder an. Okay. Gegner eliminieren. Damit sich etwas öffnet. Ich werde es mal versuchen. So, Nummer 1 ist weg. Ah, komm. Komm, Typi. Deine macht er gleich dich, das ist klar. Du willst nicht fighten? Tatsache. Fakt. Wenn man nicht weiter weiß, erstmal alles töten. So, da verdient sich wieder Link eine goldene Nase. 50 mysteriöse Muscheln gibt es hier auch noch oben drauf. Wie werde ich dich jetzt los? Muss ich hier das Gebiet wieder verlassen, oder was? Ich hoffe mal, die anderen tauchen dabei nicht wieder auf. Och, komm, du Honk. Gut, den kann ich nicht besiegen, den muss ich ausstellen. Schnell klein werden lassen. So. Gute Nacht, du Honk. Dann wird das Prinzip hier wohl ähnlich sein. Gegner eliminieren. Scheinbar auch leider diese kleinen Deppen unter den Steinen. Ich habe die Befürchtung. So. Gut, aber ist jetzt nicht das größte Problem. Wie kommen die ja hin? Tatsache. Ist hier bei diesen Barrieren immer das Gleiche. Einfach Gegner aus dem Weg schaffen. Leute, wir sind da. Wir sind angekommen. Dritter Dungeon des Spiels. Und den zocken wir definitiv noch an. Tor des Windes. Da sind wir. Und ich glaube, das konnte man hier sogar irgendwie... Mit dem Pegasus-Stiefeln vielleicht? Auf alle Fälle konnte man... Da irgendwie durch, wenn mich nicht alles täuscht. Aber wahrscheinlich mit einem Dungeon-Item. Dann stelle ich mich erstmal mit Bomben aus. Geh mal den Weg lang. Hm. Die Ruine war offenbar in diesem Steilhang verborgen. Pat, gib Acht auf die Fallen, die hier aufgestellt sind. Fallen? No good. Leuchtende Augen bei diesen komischen Steindingern. Hm. Naja. So naiv wie wir sind, gehen wir natürlich weiter. Die Fallen, die interessieren uns nicht. Ich lege da einfach auch mal die zehnte Bombe hin. Wieso nicht? Und lass mich von diesem Typen hier eiskalt ownen. Komm her, ekelhaftes Ding. Tschüss. So. Da könnte bestimmt eine Falle sein, ne? Lass die Dinger da Pfeile schießen. Nö. Die noch nicht. Aber das Ding bestimmt, hm? Naja, statten wir uns mal mit dem Bogen aus und schießen das Teil da mal ins das Auge da ab. Und schon öffnet sich eine Tür. Und hier dürfen wir wohl einen Fight zeigen. Und das mit drei Herzen. Ich hoffe noch die Fee zu haben. Die habe ich auch. Oh, nicht ihr Typis. Lasst mich. Komm, Torverkeint, Torverkeint. Schade. Ah, Mann. Ja, nee, jetzt nicht Torverkeint. Jetzt müsst ihr aufpassen, Link. Jetzt müsst ihr aufpassen. Bam. Thanks for coming, Bitch. Okay, einer von diesen Rubies ist wieder fake, das ist klar. Jo, nämlich der und ich gehe da auch noch rein. Ach, da noch so irgendwie retten können. Hm. Wo willst du denn lang? Ah, na super, jetzt geht er natürlich auch noch oben entlang. Das hilft mir sehr. Hier geht's dann nach oben. Seht ihr? Genau das meinte ich. Diese Wände hier, die muss man irgendwie eliminieren können, weil ansonsten kommt man hier nicht an verschiedene Dinge, wie jetzt zum Beispiel diesen Schalter. Mhm. Hier darf ich ein bisschen Augen kaputt schießen.
Klar, Nummer 1. Alter, jetzt muss ich das wahrscheinlich auch noch in einer gewissen Zeit packen. So, schauen wir mal weiter. Was gibt's denn hier Schönes? Okay, hier müssen wir uns teilen. Die Statue. Also. So, dann hör dich mal auf. What? Ach komm. Ja, ist gut. Habe ich verkackt. So. Das Ganze nochmal, nur diesmal auf die linke Platte hier natürlich. So. Jetzt machen die Menschen hier auf und die würde ich doch jetzt nicht allen ernstes besiegen dürfen. Doch, besiegen darf ich die auch noch. So, einfach mal Pfeile in die Augen schießen hier. Ja. So, einer noch. Tschüss, Leute. Und hier dürfte sich entweder der Kompass, die Karte oder das Dungeon-Item befinden. Das ist der Kompass. Schön, schön. Ich erhoffe mir hier aber ein paar Herzen zu finden. Nein, finde ich aber nicht. Jeden möglichen Quatsch, aber kein Herz. So, was gibt's hier nicht in diesem Spiel? Wieso auch? So, dann muss ich jetzt mal eben auf die andere Seite, möglichst ohne in den Abgrund zu stürzen, aber so tapfer wie Link ja ist, macht ihm das nichts aus. So, wieder darf ich jetzt zwei Augen abschießen. Nummer 1. Nummer 2. Alter! Tjo, da musste man sich Tatsache etwas beeilen. Verpisst euch! Vier Teilen, können wir das schon? Ich denke nicht. Ja, Pfeile schießen baust du hier nicht, Link. Ach, das dürfte ja nicht auch genug. Ja, ja, klar. Nur. Irgendwie. Ach, komm. So machen, aber komme ich da überhaupt so durch? Muss das halt eben austesten. Kacke, nein! Einmal versuche ich es noch, wenn nicht, dann bleibt mir nichts über, als mich hier in diesen Abgrund zu stürzen. Ach doch, dann noch geschafft. Gut. So, dann können wir uns hier mal den Hebel schnappen. Der Schlüssel ist hier hinabgefallen. Diesen Weg werden wir jetzt hier auch tätigen. Oh, das ist sogar der Eingangsbereich, okay. Ey, Nanu, ist da nicht gerade runtergefallen oder irre ich mich? Du hörst dich nicht? Wir gehen nämlich den gleichen Weg da auch nach unten. Und Link verletzt sich erstaunlicherweise nicht ein bisschen. So, wir haben den kleinen Schlüssel erhalten. Können jetzt... Da war ich, glaube ich, noch gar nicht. Ach, so viele Durchgänge. Das ist jetzt hier wieder... Vier Durchgänge an der Zahl, mein Gott. Aber auf alle Fälle ein Herzteil. Was gibt's denn hier so Schönes? Da können wir an der echten Seite als Meinisch hindurch. Das ist hier. Oben wird wohl die Karte sein. Nun gut, ich versuche noch mal ein bisschen an Herzen zu kommen. Über die beiden toten Köpfe. Jo. Da ist eins, da ist eins. Und ich würde sagen, im nächsten Part
Schauen wir uns hier das zweite Tor an, was sich hier alles verbirgt. Ich vermute die Dungeon-Karte, mal schauen, ob ich echt behalte. Also bis zum nächsten Part. Macht's gut!